Sascha, wo kann man den Disc Golf Sport in Hannover spielen? Gib einfach ein bei Google Maps Roderbruchstraße 50 in Hannover. Dort befindet sich eine Disc Golf Sportanlage, nennt sich Disc Golf Parcours Kurs. Oder ihr gebt ein hinter den Holze 48 zum Beispiel. Denn dort befindet sich auch eine Disc Golf Sportanlage. Mit unterschiedlichen Bahnen, mit unterschiedlichen Reichweiten. Und deswegen zeige ich den Leuten, hallo, ihr könnt, wenn ihr wollt, so weit werfen. Man muss nur die richtige Technik nutzen. Es gibt diese Leute, die bei TikTok schlecht über mich sprechen. Denn die wissen ganz genau, um 21:40 Uhr macht der Sascha eine Kurve und verpinkelt sich und ist nirgendwo mehr in TikTok vorhanden. Diese Liste werde ich in den nächsten Tagen bekommen und werde mir anschauen, wer schlecht über mich spricht. Dann weiß ich Bescheid, mit diesen Leuten muss ich auch anders umgehen. Denn auch ich mache Fehler, das ist natürlich menschlich. Ich habe auch eine Menge Spaß, ja, im Internet. Aber es gibt immer wieder diese Leute, die natürlich einen anderen Weg suchen und sagen, der Sascha ist ein schlimmer Mensch, der ist da schlimm, der ist dies schlimm, der ist hot schlimm und so und so und so. Ich bekomme die Liste in den nächsten Tagen und dann werde ich auch mit diesen Menschen, die auf der Liste draufstehen, auch anders umgehen. Ne? Das dazu. Ja, hier mache ich meine Sportvideos, das sind Trainingsvideos, weil der Disc Golf Sport gibt es ja seit 1960 in Deutschland und ich mache Trainingsvideos, wie man zum Beispiel ein Training gestalten kann. Man nimmt einfach einen Disc Golf Korb, einen Basketballkorb, einen Mülleimer oder einen Wäschekorb und stellt ihn auf einer bestimmten Reichweite hin und dann versucht man dort zu treffen. Ich schaffe es nicht immer, aber immer öfters. So sage ich das. Wenn man an sich arbeitet, tagtäglich kann man auch ein Ziel erreichen. Wie ich in den Videos schon immer gesagt habe, als allererstes achten, von wo kommt der Wind. Das sieht man an die Bewegung der Bäume. Da sieht man immer, von wo der Wind kommt. Jetzt kommt er von links, dann kommt er mal von rechts. Ja, als zweites, wenn ich Rechtshändler bin, muss ich die Füße nach links machen, damit ich die Frisbee oder die Discgolfscheibe an mir vorbeiwerfen kann. Ja, wichtig ist die Zugkraft. Umso mehr Zugkraft ich entwickle, umso weiter komme ich. Wenn ich aber Anlauf nehme, weil das zu weit weg ist, dann kann es passieren, dass die Discgolfscheibe oder die Frisbee aus der Hand geht, ja, und woanders lang fliegt. Und das hier, was ich hier mache, auf großer Entfernung, das ist beliebt im Internet, weil ich stehe doch nur, mache nur einen Schritt meistens nach vorne. Und nehme jetzt keinen Anlauf. Ja, no. Na? Heutzutage ist auch ohne Anlauf sowas möglich. Man muss sich nur richtig hinstellen, ja, und die richtig halten und einmal ziehen. Tau ziehen, am Seil ziehen. Na? No. Ganz einfach und locker. Zack. Das ist ein Zug. Und ich komme sogar weiter, als wie jetzt der Disc Golf Korb aufgebaut ist. Weiter, viel weiter. Habe ich da Anlauf genommen? Nein. Deswegen kann man auch mal meine Videos in Zeitlupe sich reinziehen. Wie hält er? Wie macht er? Ja, bei mir kommt es darauf an, dass ich mein ganzes Körpergewicht mit einsetze. Durch diesen Schritt nach vorne und dann mit Wucht.
nehme ich einfach die nächste. Ist egal, welche Firma das ist. Halte wieder so und mach wieder die gleiche Bewegung. Und wieder habe ich keinen Anlauf genommen. Und das ist das, was die Leute mal kapieren müssen. Man muss nicht Anlauf nehmen, um weit zu werfen. Das kann man auch mit einer guten Technik. Viel zu weit. Fliegt die Discgolfscheibe viel zu weit. Dann muss ich die Zuggeschwindigkeit minimieren. Also weniger Zug. Dann schaffe ich auch die optimale Reichweite herauszufinden. Also habe ich viel Bewegung drauf oder viel Power, dann komme ich zu weit. Und so mache ich das. Ich richte das ein bisschen mir ein. Oh. Und der Discgolfkorb steht nicht immer am gleichen Fleck. Mal steht er mehr nach rechts, wie jetzt steht er mehr nach links. Aber das ist einfach spontan. Ich habe da keine Markierung am Fußboden. Somit habe ich jedes Mal eine neue Herausforderung. Wow. Sascha, die fliegen alle viel zu weit. Aber wer das nachmacht in diesen Videos, so wie ich das mache, muss damit rechnen, dass das linke Bein natürlich sehr stark belastet wird und dass man natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten bekommt nach irgendeiner Zeit. Ja, Katana. Goldline wischen. Big Set Discraft Sting, nicht String, Sting mit T. Fliegt bis nach Bagdad. Bandscheibenvorfahrt. Scheiße. Jetzt auch noch Bandscheibenprobleme. Machikan, Fairway-Driver. Haha. Ey. Oh, oh, die fliegt noch mal 20 Meter mehr. Was?
Was ist denn hier los? Was, Alter?